Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute machen wir zusammen Bauernbuchteln. Also eigentlich nicht ich mache sie, sondern mein österreichischer Gast, Christopher Lang. Danke, danke. Er hat mir schon gezeigt, wie die Kaisersemmeln gehen, die Handsemmeln. Ja, genau so heißen sie. 120 Stück haben wir gestern gemacht. Fleißig geübt. Geschlagen. Ja, es waren schon ein paar sehr gute dabei, muss ich sagen. Also man merkt die Steigerung von Marcel auf jeden Fall. Sehr gut. Aber heute geht es um die Bauernbuchteln. Genau, heute. Warum hast du dieses schöne Rezept mitgebracht? Ja, ich habe mir gedacht, wir machen mal was richtig Typisches. Eine süße Variante, kann man auch super essen mit Vanillesoße nachher und so. Mhm. Aber hier jetzt mal mein Rezept zum Namen in die Richtung Bauernbuchteln. Wir haben da noch ein bisschen Topfen dabei, auch Quark genannt. Ja? Bei uns definitiv Quark genannt. Ja, ja. Genau, damit wir uns da wirklich alle richtig verstehen. Und von den Zutaten sollte eigentlich sonst alles erkennen. Also Milch, Zucker, Salz, Butter, helles Mehl, Honig, Hefe, Zitronenabrieb, werden wir dann nachher noch frisch reinreiben, rum ein Ei, dann natürlich exquisit Vanille. Ihr könnt natürlich auch Vanillezucker nehmen, aber wenn ihr das reine Vanillepulver habt, ist natürlich auch nicht so schlecht, würde ich jetzt mal behaupten. Nein, ist gut. Ja, war noch gut Werbung, habe es dankgestellt. Zeig noch mal den Deckel in die Kamera. dann würde ich sagen, wir starten gleich mit dem Teigkneten. Teigkneten, perfekt. Ich muss dir was machen oder stehe ich einfach da? Na, du stehst jetzt kurz da. Das ist ganz ungewohnt für dich, ich weiß. Ich habe jetzt die Milch drin, dann kommt der Schuss Rum dazu. Ja, genau. Das erlaube mir, das Ei da reinzuschlagen. Perfekt. Ich hoffe. Oh. Ja, Marcel, schau. Jetzt weißt du, wieso ich meine Bauernbuchteln mache. Perfekt, na, das werden wir schon hinbekommen. Dann geht's weiter mit dem Quark. Also ich schaue immer, dass eben die flüssigen Sachen eher unten sind. So machst du das ja, denke ich mal, auch. Genau, klebt einfach weniger an, ja. Zucker, wir machen ja süße Bauernbuchteln. Dann natürlich die Hefe, oder bei uns auch genannt Germ. Germ. Mehl, das helle Weizenmehl. Zack. Dann noch eine Prise Salz, auch bei den süßen Sachen. Ich denke, das ist bei dir auch so. Absolut. Den Geschmack auf jeden Fall zum Empfehlen. Eine große Prise, aber ja, mir passt. Einfach ein bisschen Vertrauen, gell? Ich Perfekt. Vertraue Dann dir. Natürlich Vanille. Was sagst du? Ich gebe normal immer so eine halbe Packung Vanille. Passt, passt. Passt? Gut. Haben wir die auch drin. Und dann natürlich zu guter Letzt frisch geriebenen Zitronenschale bzw. Zitronenabrieb von einer halben Zitrone. Das genaue Rezept nehme ich mal an, das gibt es dann unten schriftlich zum Nachlesen. Werden wir nachreichen oder auf dem Rezepteblock veröffentlichen. Fall. Passt. Was ist der Unterschied vom glatten Mehl und griffiges Mehl? Ja, glattes und griffiges Mehl. Ja, genau, das ist bei uns, das ist was Spezielles in Österreich, wobei muss ich gleich sagen, also im Prinzip ist es so, dass da geht es um diese, ich nenne es jetzt mal Korngröße, beziehungsweise wenn das Mehl vermahlen ist, also wie groß ist dann es ist ja kein Mehlkorn, sondern der Mehlkörper, ja, mhm. Und das glatte Mehl, das wäre halt das Feinvermahlene, ja. Und das doppelgriffige, sowas gibt es auch, das ist halt von der Struktur eine Spur gröber. Sagt jetzt aber nichts wirklich aus, ob das Mehl jetzt dunkel ist oder vielleicht heller, es ist einfach nur, wie fein ist das vermahlen. Ah, okay. Genau, aber in der Bäckerei ist eigentlich, sage ich jetzt mal, wirklich klassisch, dass wir nur das glatte Mehl benutzen. Ja. Wann braucht man griffiges Mehl? Das griffige Mehl findet dann man eher so in der Küche, würde ich sagen. Okay. Genau, genau. So, wir haben jetzt alles drin. Hoffentlich haben wir nichts vergessen. Dann jetzt so 5-6 Minuten auf einer langsamen Stufe kneten und dann werden wir den Teig so lange auskneten, bis er sich vom Schüsselrand löst. 7-8 Minuten, je nachdem, welches Gerät ihr zu Hause habt, und dann geht es gleich weiter. Perfekt. So, lieber Marcel, so muss das nämlich aussehen. Das kennst du natürlich auch, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst. Absolut. Funktioniert bei manchen Teigen ganz gut. Da können wir auch noch gleich die Fensterprobe machen, wenn du möchtest. Machen wir natürlich. Ist immer wieder herrlich. He? Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn man sieht, wie schön der Teig wirklich ausgeknetet ist, ist auch ganz, ganz wichtig, weil wenn nachher die Hefe das CO2 macht, beziehungsweise die ganze Luft, dass das eine kaugummiartige Struktur hat, damit das natürlich schön aufgehen kann. Genau. Aber muss ich dir natürlich nicht erzählen, aber vielleicht ja, meinen Leuten, deinen Leuten ist sicher wieder interessant, dass man sowas ab und zu immer mal wieder hört. Gell? Gut. Perfekt. So sieht das aus. Ich kann es natürlich, ja. Da will ich natürlich noch
ganz glatt gemacht, ganz wichtig, da kann das schön in Ruhe aufgehen, sieht natürlich viel besser aus. Und jetzt lassen wir den Teig einfach bei Zimmertemperatur so 45 Minuten, 60 Minuten rasten. Und wenn ihr merkt, ich habe jetzt eigentlich dann nachher keine Zeit, dann könnt ihr den auch ein paar Stunden in den Kühlschrank stellen. Funktioniert auch hervorragend und bekommt noch mehr Geschmack. Sehr gut. Marcel, der Teig ist jetzt schön aufgegangen. Schau dir den mal an. Der sieht wunderbar aus. Schaut doch super aus, oder? Schön, schön luftig. Hier haben wir auch schon flüssige Butter vorbereitet. Die ist natürlich ein ganz wichtiger Player in dem ganzen Spiel. Aber ich würde dich mal bitten, dass du mir so 75 Gramm Stücke runterstichst. Hier machen wir 2x4 Stücke in diese Pfanne rein. Könnt ihr natürlich zu Hause variieren, eine Spur kleiner machen, eine Spur größer, je nachdem. Aber ganz wichtig auf jeden Fall, weil Butter ist auch ein Geschmacksträger, ich denke auch in der Schweiz. Es ist das Gleiche in der Schweiz. Und ich bin riesiger Fan von Butter, deswegen wollen wir da halt nicht so sparen. Das heißt, einmal die Form gut ausbuttern. Ihr müsst da keine Sorge haben, dass ihr nachher ein richtiges Butterbad unter den Buchteln habt, weil die Buchteln haben ordentlich Durst. Die werden das ganz sorgfältig aufsaugen und dann den Geschmack an den Gaumen wiedergeben. Also es ist echt super toll. Also hier bitte, bitte nicht sparen mit der Butter. So sieht das ganz gut aus, würde ich sagen. Hast du eine Kooperation mit Österreich Butter, oder? Nein, noch nicht, aber ich glaube, da könnte ich gut mitschreiben. Da könntest du gut mithalten, ja. So. Dann geht's los. Also wenn ihr hier so ein paar Stücke noch runtergestochen habt, schaut ihr, dass die wo in der Mitte sind. Ja. Ihr könnt natürlich auch helles Weizenmehl ein bisschen nehmen, aber nicht zu viel. Und dann einfach ein bisschen flach drücken. Das sollte gut reichen. Dann gebt ihr in der Mitte Marmelade rein. Wir haben jetzt hier Marillen- oder auch Aprikosenmarmelade genannt. Aprikosenmarmelade genannt. Könnt ihr natürlich aber je nach Geschmack variieren. Bei der Buchtel 1 würde ich euch empfehlen, versucht mal ein bisschen weniger, seht, wie ihr zurechtkommt. Und dann macht ein bisschen mehr, weil das kann natürlich auch sein, dass dann gleich alles rausläuft. Also hier in die Mitte dann schön die Marmelade rein. Perfekt. Und dann geht es ans Zumachen. Also ihr nehmt dann quasi dieses Stückchen, einfach hochgeben, schließen, hochdrehen, hier auch alles zumachen. Wenn ihr so flüssige Marmelade habt, seht ihr, dann möchte es hier gleich wirklich rauslaufen. Das macht aber gar nichts. Einfach hochnehmen, ein paar Mal so runter stülpen, dann geht das so runter. Hier auch gleich zumachen. Oben alles treffen, wie so ein kleiner Mozzarella, sage ich immer. Das ja. Schön verschließen. Und natürlich, was darf nicht fehlen? Butter? Ja, die wird nochmal getaucht. Wir hatten ja so wenig Butter, deswegen einmal rein, rundherum und mit dem Schluss nach unten quasi dann in die Pfanne, in das Backblech setzen, dann passt das super. Okay. Und dann kann man es nachher auch wirklich schön runterlösen, weil es ist ja auch wie so eine kleine, sag ich mal, Fettschicht dann in der Mitte, dann kann man sie nachher wirklich schön runterbrechen. Ah, dann muss die Form geschlossen sein, das ist vorteilhaft. Genau. Okay. Dann können sich die quasi schön entwickeln, hochgehen und dann hat man eine schöne Form voller Buchteln. So, der Marcel ist hier schon fleißig, während ich da am Reden bin, ist der Marcel da gleich am Tun und Arbeiten. Ausgeben wir. Ja. Ich glaube, der will nämlich schon welche kosten, der kann es nicht mehr erwarten. Ja. Also in die Mitte die Marmelade reingeben, dann einfach von beiden Seiten einmal ein bisschen ziehen, wenn der Teigfleck zu klein geworden ist, hochziehen, zusammenschließen, dann hier schnell zumachen, zack, zack. Und falls es hier rauslaufen sollte, einfach ein bisschen hochgeben, runterklopfen, dann geht die Marmelade zurück, verschließen, zack, schön in so einen kleinen Beutel machen. Ganz wichtig in die Butter, einmal rundherum mit dem Schluss nach unten nehmen, nur ein bisschen abtropfen lassen und dann ab ins Backblech. Perfekt, so sieht das aus und das machen wir jetzt mit jedem Stück. Marcel, also, zeig mal. Lass mich mal runter. Zeig mal, dass keine Marmelade ausläuft. Ah, kein Problem. So runterklopfen. Bei mir hat jetzt aber richtig viel drauf getan. Ja. Ich muss dich auch noch ein bisschen fordern, oder? Und wenn man jetzt hier sieht zum Beispiel, ich habe jetzt schon zwei Stück gemacht und ich habe jetzt natürlich leicht butterige Hände und zum Schluss hält das nicht mehr, so, ja. Weil immer inzwischen Butter ist. Dann nehmt einfach die Finger, taucht ein bisschen in Mehl rein und dann macht ihr das nochmal zu und durch dieses Mehl ist das wie so ein Lebensmittelkleber, könnte man sagen, und dann ist das wunderbar verschlossen, dann hält das super. Zack, zack. Oder noch besser, ja. Ich gebe es rein und du nimmst es raus. Das wollte ich gerade sagen, ja, perfekt. Dann gibt es für mich keine klebigen Finger. Du, wieso fehlt denn da noch zweimal Marmelade? Ja, da war ich ein bisschen abgelenkt. Einfach alles ein bisschen anfangen, ne? Einfach alles ein bisschen anfangen. Ja. Du weißt Multitasking bei den Männern. Genau.
So, mit einer buttrigen Hand und in der zweiten Hand den Löffel, das machen wir schon, oder? Perfekt. Da gibt es noch ein bisschen Marmelade drauf bei dir. Ja. Ich will es dir ja nicht zu einfach machen. Ja, das passt schon. So, sehr schön. Damit wir nachher auch wirklich Füllung in den ganzen Buchteln drin haben, damit sie da auch schön saftig und fruchtig sind. Aber das mit dem Klopfen ist noch ein guter Tipp. Okay. Ich habe es mal so gemacht, habe ich so eine Silikonform, so halb Schalen genommen. Dort habe ich einfach die Marmelade reingemacht, eingefroren. Ja. Und dann ist das, das umständlicher. Machen, ja. Ist natürlich umständlicher. Das ist natürlich auch eine coole Technik. Ja, es sind oft wirklich nur sozusagen Kleinigkeiten, die aber das Leben oder das backende Leben sozusagen viel einfacher machen. Gell? Absolut. Perfekt, das letzte Stück. Einmal rein und da seht ihr, die liegen da richtig schön im, sage jetzt mal, im frischen Butterbad. Ja, die wälzen da schön, können das aufsaugen. Das gießt man auch noch. Nein. Also im Normalfall, wenn das Butterbad mir ein Stückchen zu wenig ist, zu seicht ist, dann gehe ich dann meistens noch so ein bisschen oben drüber, weil die könnten ja rein theoretisch oben trocken werden und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall haben. Aber da habe ich hier im Moment noch keine Angst. Unsere Diätbuchteln, würde ich jetzt sagen, ja, aber voller Geschmack, die werden wir jetzt noch ein bisschen abdecken oder vielleicht einfach so stehen lassen, damit das nicht kleben bleibt mit der Folie. Lassen wir noch mal so eine gute Stunde hochgehen, je nach Raumtemperatur, und dann geht's ab in den Ofen. So. Wahnsinn, wie die aufgegangen sind, oder? Sehr schön, sehr schön. Fast wirklich formeben, könnte man sagen. Theoretisch könnte man noch mit verquirltem Ei bestreichen, da hätte man ein bisschen mehr Glanz, aber... Wir nehmen Butter. Weil ich noch ein bisschen, wir haben ja noch ein bisschen Butter und es wäre ja schade drum. Also ich gehe jetzt da behutsam noch ein bisschen mit einer Butter drüber. Schaut euch das an, die Buchtel nimmt nochmal die Butter von oben auf, gell Marcel? Noch mehr Geschmack. Ja, böse zum Behaupten, mit Butter und Sahne kann jeder kochen und backen. Habe ich noch nie gehört. Aber in dem Fall... Nein, Spaß. Ich bin gespannt auf die Dinge. Appetitlich sehen sie aus. Ich überlasse jetzt nichts den Zufall. Also ich muss da wirklich alles rausholen. Also mit Butter bestrichen und jetzt auch noch mit einem kleinen Schuss Wasserdampf, damit wir die ganze Feuchtigkeit noch haben im Backen, damit die wirklich schön hochgehen und wirklich toll saftig werden. Bei 190 Grad Ober-Unterhitze geht es jetzt rein. Ich öffne dir, ich mache den Dampf. Perfekt. Da. Dampf ist schließen. Da, schließen. Und 30 Minuten? 30 Minuten hören sich gut an, dann sehen wir uns wieder. Marcel, dann würde ich sagen, holen wir sie raus, oder? Hol sie raus. Die Buchteln. Sieht ja nicht herrlich aufgegangen, ha? Sie sehen gut aus. Perfekt. So sollen die sein. Da ist ja auch wirklich wichtig, nicht zu hell auspacken, weil dann kann es sein, dass es in der Mitte noch gerne zeigig ist, also wenn ihr eine Form habt, wo ihr zum Beispiel einen runden Kreis macht bis in der Mitte, also eher eine Spur länger backen, weil die halten das auf jeden Fall aus, weil man kann es noch leicht hören, wie die ganze Butter unten noch ein wenig knistert, so soll das sein. Und jetzt mit Butter abglänzen. Theoretisch könnte man es noch mit Butter, aber irgendwann ist dann auch genug, würde ich sagen. So, noch ein bisschen, zieh dir das rein, so noch ein bisschen genau, Glanz. Genau. Abglänzen. Perfekt. Spiele ich auch noch ein bisschen rum. Zum Neutralisieren, ich nehme Wasser, nicht Butter. Aber jetzt ist es dann schwierig mit dem Geschmack, weil jetzt haben wir natürlich den Buttergeschmack verwässert, sozusagen. Ja. Ist schon noch genug Butter. Auf jeden Fall. Ich weiß, du würdest am liebsten gleich eins kosten, aber lassen wir es ein bisschen überkühlen. Wir lassen es. Dann gehen wir noch schön mit Staubzucker drüber und dann schauen wir uns das mal an. Darf ich? Los geht's. Darf ich? Puderzucker oben drüber. Herrlich, herrlich. Mehr oder? Ja, nicht zu sparsam. Du kannst da, das sind rustikale Bauernbuchteln, da können wir eine schöne weiße Haube noch drauf geben. Mein Großvater hat immer gesagt, wenn es zu wenig Zucker drauf ist, dann sieht es aus, als wäre es von gestern, oder? Ja, genau. Aus dem Grund machen wir sie jetzt frisch, gell? Super, super. Also viel Butter, viel Zucker, das ist beim Christoph. Das ist Geschmack. Perfekt. Sieht das nicht herrlich aus? Sehr schön. Ja. Sehr schön. Und jetzt natürlich, Marcelle, ich lasse dir natürlich den Vortritt. Schnapp dir mal ein Stück und das nächste... Einfach rein? Einfach rein und rausreißen. Ah, richtig rustikale Baumbuchen, siehst du. Jetzt macht die Butter Sinn, weil schau, wie schön sich die gelöst hat, unten und auch drüben. Ja, also jetzt macht das Ganze Sinn. Ich hole mir auch gleich ein Stück. Sind natürlich noch gut warm. Aber was sagst du, sind sie flaumig oder sind sie flaumig? Den Ausdruck flaumig kenne ich nicht, aber sie sind flaumig. Ja. Sie sind flaumig. Also so wie würdest du sagen? Fluffig, genau, weich. Ist das fluffig, genau. Guck dir das mal an da. Ha? Schön. Ah ja, es sind auch wattig innen drin und die Marmelade hält. Auf jeden Fall.
wie zu Hause. Haben wir gut hinbekommen. Ich bin zufrieden. Ich bin glücklich, wenn ich das gleich schmecke. Wenn du unten jetzt siehst, so wenn die Butter so leicht, das ist ja schon fast frittiert, so leicht können wir sagen. Aber, ja, das ist wirklich schon fast frittiert, ja. Aber du musst das unten mal so kosten, der leichten Glanz, wenn so Spur Marmelade rausläuft, ja, mit der Butter, wenn sich dann so zusammentut. Das ist ein Wahnsinn, wie fluffig das ist. Na, das ist super, ja. Wirklich sehr schön. Macht Spaß. Schönes Rezept. Herzlichen Dank. Hast du das hier vorgestellt? Sehr, sehr gerne. Boah. Viel Spaß beim Nachbacken. Lass einen Kommentar da. Schau auch bei Christopher vorbei. Super YouTube-Kanal, super viel Fachwissen. Gerne Grüße da lassen. Kanal verlinke ich dir. Kommentar da lassen, Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel und Christopher. Ciao.